Oftmals sage ich auf dem Kanal, dass es extrem wichtig ist, dass du ein Top-Abitur machst, weil es eine Sache ist, die dir auch für deine spätere Karriere sehr viel bringen wird. Jetzt weiß ich allerdings, dass es bei vielen von euch so ist, dass man die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann und dass man nicht wieder in die 9. Klasse springen kann und sich auf einmal im Abitur ins Zeug legen kann. Weshalb wir im heutigen Video mal darüber sprechen wollen, was denn noch karrieremäßig drin ist, wenn man jetzt kein Spitzenabitur gemacht hat. Und dafür habe ich hier den Robin neben mir. Robin, du bist jetzt schon eine Weile bei uns im Elite-Coaching dabei und du hast ein Fachabitur gemacht. Ne? Das ist jetzt eine Sache, wo man ab und zu irgendwie in Internetforen liest, dass du absolut gar keine Chancen hast, mir irgendwas zu reißen und es so viel wert ist wie ein super schlechtes Abitur. Und ich habe auch noch ein paar andere Stories von Leuten, die jetzt kein perfektes Abitur gemacht haben. Das heißt, darüber werden wir heute mal sprechen, was denn da wirklich realistisch noch alles drin ist. Erstmal cool, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Und lass uns mal loslegen, dass du einfach so ein paar Sätze noch mal kurz über dich sagst, was du jetzt so seit dem Fachabitur sozusagen gemacht hast, und dann steigen wir richtig in die Thematik ein. Ja, ich fange mal damit an, was jetzt gerade bei mir ansteht. Also ich habe vor 2 Monaten den Bachelor an der Goethe-Universität, wie David auch, abgeschlossen. Ich glaube auch mit einer 1,3, mit einer recht anständigen Note. Und ja, aktuell bin ich jetzt im Praktikum bei Andasch in der Unternehmensberatung, werde danach auch noch ein Praktikum bei E.ON im Inhouse Consulting absolvieren. Und ja, wie David gerade schon sagte, hat bei mir alles, 2014 war das, mit dem Fachabi angefangen. Danach habe ich dann noch eine Bankausbildung absolviert bei der Volksbank in Paderborn, also auch klein angefangen, mittelständisch, und bin dann ins große Frankfurt zum Studium gegangen. Wann war das bei dir zum ersten Mal die Entscheidung, dass du gemerkt hast, du möchtest studieren? War das schon zu Zeiten vom Fachabi? Also im Fachabi noch gar nicht so. Also es war so, ich hatte nach der 11. Klasse schon die Zusage bei der Volksbank. Und ich wollte auch Bankkaufmann als Ausbildung machen. Und ja, so über die 12. Klasse und dann auch in der Ausbildung war bei mir eigentlich immer mehr so der Wunsch, eigentlich möchte ich noch mal tiefer in die Materie einsteigen. Mir hat das Spaß gemacht, ich hatte Interesse an volkswirtschaftlichen Zusammenhängen und habe dann überlegt, okay, eigentlich möchte ich noch mal mehr sehen. Klar, zum Ende der Ausbildung war dann auch die Frage, mache ich vielleicht ein berufsbegleitendes Studium, was auch möglich ist. Es war dann zu dem Zeitpunkt so, dass bei meinem Arbeitgeber gerade das nicht vergeben wurde und nicht möglich war. Und aus dem Grund habe ich mich dann dazu entschieden, nochmal den Schritt an die Uni zu gehen. Und bin auch sehr zufrieden mit dem Schritt, würde ich jederzeit auch wieder machen. Okay. Kannst du mal vielleicht ganz kurz noch, was mir gerade spontan eingefallen ist, was vielleicht auch nicht jeder weiß, kurz sagen, was ist eigentlich ein Fachabitur? Weil zu meinem Werdegang sozusagen, also ich habe ganz normal in Baden-Württemberg G8 gemacht, auf so einem, ich glaube, es hieß naturwissenschaftliches Gymnasium, ne, wo man quasi ganz normal quasi entweder naturwissenschaftliche Fächer oder Sprachen quasi so ein bisschen als Vertiefung wählen konnte. Für mich stand nie zur Debatte, ein Fachabi zu machen. Wann kann man das denn überhaupt machen? Also bei mir war es so, dass ich erst Realschüler war bis zur 10. Klasse und ich sage es auch ganz ehrlich, ich war sehr, sehr faul, habe sehr wenig für die Schule gemacht. Und ja, nach der 10. Klasse war dann bei mir die Frage, okay, was möchte ich machen? Und ich hatte ein Schülerpraktikum bei der Bank gemacht, das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Und mein damaliger Praktikumsbetreuer, der hat mich dann so ein bisschen so auf die Idee gebracht, weil der sagte, ja, ich habe auch seinerzeit das Fachabitur gemacht, auch an der gleichen Schule, wo ich es dann später gemacht habe. Und ja, das Fachabitur ist also quasi dann schon in eine berufliche Richtung. Also bei mir war es dann Wirtschaft und Verwaltung. Was für mich, glaube ich, auch der richtige Weg war, weil ich hatte nie viel Spaß an naturwissenschaftlichen Fächern, wie jetzt Chemie oder Biologie, aber Dinge wie Politik, wie Sozialwissenschaften, das hat mich interessiert und im Fachabi hatte ich dann auch schon, sage ich mal, so Dinge wie Rechnungswesen oder auch VWL und das hatte da dann doch nochmal einen anderen Schwerpunkt. Okay. Und du hast quasi dann dein Fachabitur gemacht, dann die Ausbildung und dann an die Goethe-Uni sozusagen zum Studium. Warum Uni Frankfurt? Also für mich war dann schon die Frage, was möchte ich studieren natürlich, als das feststand. Ich habe auch lange überlegt, Wirtschaftsmathematik zu studieren, einfach weil es immer mein stärkstes Fach in der Schule war. Ich habe dann auch noch mal den Kontakt zu meinem Mathelehrer von früher gesucht, ob er mir das zutrauen würde. Hat er auch bejaht. Allerdings war es bei mir so, ich wusste auch, eine Bankausbildung, man lernt dort sehr viel, aber man lernt nicht unbedingt das, was man fürs Mathestudium braucht oder das, was man in der Schule in Mathematik lernt. Und deswegen war für mich einfach so, okay, ich bin jetzt 2,5 Jahre raus. Eigentlich will ich das jetzt nicht riskieren, sage ich mal, jetzt so dann vielleicht dann doch zu viel vergessen zu haben.
Und ja, warum dann in Richtung Frankfurt? Es ist so, dass man mit dem Fachabitur jetzt auch, sage ich mal, eingeschränktere Möglichkeiten hat. Ich habe mir aber dennoch überlegt, wenn ich in die Richtung Betriebswirtschaftslehre gehen möchte, dass ich dann auch an eine sehr gute Uni gehen möchte. Auch mit dem Hintergedanken, selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, den Schritt zurück an dann vielleicht eine FH oder zurück zu einer Bank zu gehen, den kann ich immer noch gehen, aber ich kann immerhin sagen, ich habe es versucht, ich habe den großen Schritt versucht und ich habe alles gegeben. Und da war dann für mich es so, dass eigentlich nur die Goethe-Uni und die Frankfurt School zur Auswahl standen. Ich hatte auch von beiden seinerzeit eine Zusage bekommen. Und für die Goethe-Uni haben eigentlich drei Dinge gesprochen. Zum einen im Sommersemester ging es schon los, da war ich dann noch ein halbes Jahr früher quasi im Studium. Dann das Finanzielle, ehrlich gesagt, das an der Frankfurt School hätte ich mir nur mit einem Kooperationspartner auch finanzieren können. Und aus dem Grund wollte ich mich da nicht an ein Unternehmen auch wieder binden und wollte mir da auch die Freiheit nehmen, mir mehrere Sachen anzusehen. Und der dritte Punkt ist, dass, ja, wie ich schon angedeutet hatte, auch VWL ein sehr interessantes Thema war und ich da dann doch nochmal in Vivi, sage ich mal, die größeren Wahlmöglichkeiten gesehen habe. Ja, und wie verlief dann die Umstellung, sag ich mal, also du warst jetzt ja echt auch eine Weile lang aus dem Abitur auch raus, sag ich mal, bedingt durch die Ausbildung, andere Leute, die vielleicht jetzt echt im Abitur gar nicht wirklich aufgepasst haben, sozusagen in Mathe sehr abgehängt waren und dann ein Studium loslegen, denen geht es wahrscheinlich dann ähnlich. Wie war dann bei dir jetzt die Umstellung auf das Wiesi-Studium? Ging das ohne Probleme oder? Nee, würde ich sagen, ging eigentlich schon. Also die Umstellung war gar nicht so groß, weil auch für die Bankabschlussprüfung, also es ist anders, was da geprüft wird, aber es ist doch ein bisschen so, als wenn ich jetzt mich auf eine Semesterendprüfung vorbereite. Und dadurch hatte ich halt schon einmal so dieses Lernen für mich, auch von mir aus lernen und jetzt nicht nur lernen, wenn jetzt irgendwie es vorgegeben ist, schon mal einmal drin. Und was so den mathematischen Teil angeht, da habe ich halt auch noch mal viel aus dem Mathe-Vorkurs mitgenommen, der an der Goethe-Uni angeboten wird. Ich kann jetzt nur aus dem Kurs berichten, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, da noch mal reinzugehen, gerade wer vielleicht ein bisschen raus ist aus dem Stoff, weil man da dann doch noch mal sehr komprimiert alles mitbekommt, was man braucht. Okay. Also du sagst, es ist auf jeden Fall machbar, so ein Studium anzufangen, auch wenn man jetzt kein Top-Abi gemacht hat oder so. Wenn Absolut. man, Hauptsache, man ist auch bereit, sich da ein bisschen reinzuknien, ne? Die Motivation muss natürlich dann schon mehr vorhanden sein als zu Abiturzeiten. Aber wenn das da ist, dann, wenn man ein gutes Ziel vor Augen hat sozusagen, dann Genau, ist das auf ja. jeden Fall drin. Dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen über deine Ziele sozusagen sprechen, weil ich weiß, dass da bei uns im Beratungsgespräch im ersten, von dem wir auf jeden Fall das auf jeden Fall mal wahrnehmen, das ist ja erste Ding unten in der Beschreibung, weil ich noch richtig genau drauf bin, weil ich ziemlich unsicher, ob da überhaupt noch was drin ist. Mit wegen eben dieser Fachhoch, Fach, wegen dem Fachabitur, ne? Ob man da überhaupt noch hoch aimen kann. Was denkst du so ein bisschen, woran liegt das so, dass man da denkt, ja, geht da überhaupt noch was? Und was hat sich da jetzt so seitdem so ein bisschen getan? Also ich glaube, es liegt daran, also ich glaube, es hat zwei Komponenten. Zum einen ist es, man liest sehr viel im Internet, was teilweise dann auch nicht stimmt. In vielen Foren liest man dann Dinge wie, ja, eigentlich gibt es überhaupt niemanden, der da mal mit Fachabitur irgendwo höher, jetzt gehe ich wieder in diese schöne Abkürzungssprache, der irgendwo Tier 2, Tier 1 mal ein Praktikum bekommen hat oder ähnliches. Und das Zweite ist, dass es einem teilweise auch von außen so mitgegeben wird, weil wenn ich irgendwie mit Leuten spreche und dann sage, okay, ja, ich habe ein Fachabi gemacht, dann kommt so häufig dieses, okay, ja, Fachabi und wie klappt es jetzt so im Studium? Und ja, wenn ich dann sage, ja, eigentlich ganz gut und hatte keine Probleme, so häufig so dieses Überraschte, ja, okay. Und ich glaube, dass einfach, weil man das von außen mitbekommt und dann auch im Internet da viel findet, dass dann so der Gedanke ist, ja, das kann ich ja eigentlich dann gar nicht schaffen. Und geändert hat sich das bei mir, würde ich sagen, schon. Also ich wusste, dass ich auch was kann, dass ich auf jeden Fall auch die Fähigkeiten mitbringe, um auch weiter oben anzugreifen. Nur ja, einfach durch diese Dinge, die von außen an Einfluss kamen, war es bei mir ähnlich, dass ich auch erst unsicher war, wie ich es dann auch angesprochen habe. Das hat sich jetzt gerade in den letzten Monaten geändert, weil ich auch gemerkt habe, also macht jetzt sicherlich keinen Pluspunkt in meinem Lebenslauf, aber es ist jetzt auch kein K.O.-Kriterium, wo irgendwas dran scheitert. Und ich habe auch
Einladungen von guten Adressen bekommen und habe auch mit E.ON, sage ich mal, auch ein Praktikum bekommen, wo ich auch sehr zufrieden mit bin. Ja, und wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen, Das wenn hoffe wir ich. dann irgendwann mal so weiter Gas geben. Ja, geil. Hättest du denn dann rückblickend, wenn du jetzt gewusst hättest, okay, mit dem Fachabi komme ich jetzt hier zu E.ON Inhouse Consulting beispielsweise, sobald ich meinen Bachelor fertig gemacht habe, hättest dann rückblickend nochmal die Ausbildung gemacht? Also, ob ich die Ausbildung, das ist eine sehr gute Frage. Das kommt, glaube ich, darauf an, wenn ich mit dem Wissen von jetzt nochmal 18 oder 16 wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich mache jetzt das ganz normale Abitur, ich knie mich da richtig rein und gucke, dass ich da eine gute Note raushaue. Rückblickend würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich mich wieder so entschieden, weil es war so, ich wollte das gerne, als ich 16 war, da wollte ich eine Bankausbildung machen und ich hatte dann die Möglichkeit. Und ich glaube, dass ich es auch wieder so machen würde. Also ich sehe es auch nicht als Fehlentscheidung. Was würdest du sagen, was sind so die Vor- und Nachteile von der Ausbildung gewesen? Also ich würde sagen, die Nachteile sind zum einen, dass man einfach 2,5 Jahre nochmal aus dem Schulstoff raus ist, auf dem das Studium aufbaut. Und der andere Punkt, man ist natürlich auch 2,5 Jahre älter, wenn man dann irgendwie nach dem Studium einsteigt. Das sind sicherlich Nachteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Als Vorteil ist es so, dass man auch in der Bankausbildung einige Dinge schon mitnimmt, die einem auch im Studium weiterhelfen. Beispielsweise ist es so, dass viele Rechnungswesenkurse an Unis gar nicht mal so detailliert sind und also jeder ausgebildete Bankkaufmann mehr weiß, würde ich fast schon behaupten, als jemand, der Rechnungswesen an der Universität als Grundkurs hatte. Und das war zum Beispiel für mich quasi ein geschenktes Modul, wo ich eine sehr gute Note auch mit wenig Lernen erreichen konnte. Und ein anderer Vorteil ist natürlich, auch wenn es am kleinen Kunden ist, in der Bank erlebt man es dann auch einfach, dass mal ein Kunde auf einen zukommt und sehr unzufrieden ist und vielleicht auch mal unfreundlich ist. Und das ist keine schöne Situation, sowas mitzuerleben, aber es bringt einen auch weiter, das mitzuerleben. Und das ist sicherlich auch früh eine Möglichkeit, auch schon Kundenkontakt und da Erfahrung zu sammeln. Also gibt es rückblickend sonst irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so, oder hätte es eigentlich ich vielleicht früher irgendwie auf Praktika beworben oder solche Späße oder. Also ich glaube, wenn, dann hätte ich im Bachelor versucht, doch noch mal ein, zwei mehr Praktika zu machen, um jetzt, also aktuell will ich jetzt ein Gap Year machen, um dann vielleicht das Gap Year dann nicht mehr einzulegen, sondern direkt in den Master zu starten. Das wäre, sage ich mal, so die Hauptsache. Okay. Ja, nice. Cool. Danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich hoffe mal, das hat vielen von euch auch nochmal ein bisschen Motivation gegeben, sag ich mal. Im Optimalfall beginnt man halt echt irgendwie, sag ich mal, so in der 10. Klasse da zu checken, was Ja. abgeht und sich darauf auszurichten. Aber solange ihr jetzt noch nicht am Ende vom Master seid, kann man da eigentlich immer noch ein bisschen was optimieren. Ja, je mehr man da Gas gibt, na, du musst hinterher sein, natürlich auch da was umsetzen zu wollen, aber je mehr man da Gas gibt, desto mehr kann man da eigentlich rausholen. Gibt es von dir noch irgendein Wort an vielleicht auch dich vor 5, 6 Jahren, was du sagst, ey, denk da auf jeden Fall mal dran, das zu machen? Ja, also ich würde sagen, einfach wirklich hohe Ziele setzen und dann auch alles dafür geben, die umzusetzen. Also auch nicht Angst davor zu haben, weil wenn es dann nicht klappt, dann kann man am Ende nicht irgendwie sagen, ich habe es nicht mal versucht. Es Ja. einfach versuchen und den Schritt zurück kann man dann immer noch machen. Top, genau. Da wollen wir euch natürlich auch gerne unterstützen. Von dem her gerne mal auf pumpkincareers.com gehen, mal zumindest das erste Gespräch mal mitmachen, damit ihr einfach mal auch so ein bisschen seht, okay, was ist da noch möglich, wenn man ab sofort richtig Gas gibt. Würde uns natürlich auch freuen. Dann freuen wir uns, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, viele Grüße von Robin und David.